Dann gehen wir rein in das Video von John, das ihr mir gestern empfohlen habt, dass ich anschauen soll. Sechs Jahre inaktiv, wie ich mein Leben zurückgewann. Was geht? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Das ist super lange her, dass ich ähm, in der Kamera gesprochen habe, allein in meinem Zimmer. Und deswegen ist das super weird. Das hier hat June mir beigebracht. Das ist anscheinend die neue Meta. <laughs> ähm, ja, für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist John. Äh, vielleicht habt ihr mich die letzten Jahre über in einer der Rollen auf dem Kanal von Ju gesehen. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Ähm, die Geschichte ist ziemlich abgefuckt und ohne das Glück und die Mitmenschen um mich herum wäre ich. In nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben. Boah. Ähm, okay. Wir leider dafür ein paar Jahre zurück, denn in der Zeit, wo man mich hier nicht gesehen hat, ist tatsächlich sehr viel passiert in meinem Leben. Ähm, unter anderem habe ich es auf Twitch versucht. Äh, das war nicht so ganz meins und das war schwieriger als gedacht in vielerlei Hinsicht. Ähm, dann haben wir noch zusammen einfach eine Netflix Serie in die Welt rausgeballert. Das war auch das krass war stimmt. Auch stimmt, das habe ich schon wieder total vergessen, dass da eine Netflix Serie hier draußen war. Oder ist gedacht in vielerlei Hinsicht. Dann kamen die Hauptvideos und ich bin ich eigentlich noch der letzte Teil von meinem Oh, das kann sein, dass ich das irgendwann mal äh, wieder total aus den Augen verloren habe. So. Schruppi, Hallöchen. Die Hi. waren Mehr als gedacht, als ich Drew damals in der Küche überredet habe, die drei Hauptvideos dann doch zu machen, waren es halt drei Hauptvideos. Gern geschehen. <laughs> in der Zeit, wo sich diese Hauptvideos wie Lemminge vermehrt haben, ähm, habe ich nicht bemerkt, dass seit geraumer Zeit in meinem Körper eine Krankheit heranwächst. Am Anfang war es einfach nur eine Müdigkeit und ich kam nicht mehr so gut aus dem Bett. Aber ich dachte mir, ja, das ist nichts Neues, weil ich bin keine krasse Morning Madonna und wenn man mich für zehn Minuten alleine lässt, dann fange ich an, Löcher in die Luft zu starren. Aber es wurde schlimmer. Fühle ich? Also ich bin auch äh, Dauermüde, immer am Schlafen, äh, Löcher in die Luft starren, Jupp. Schleichend, <laughs> aber konstant. Bis ich dann irgendwann anfing, tagsüber einzunicken Oho. und sogar an den Sets von den Dreharbeiten war es dann so, dass ich einfach eingeschlafen bin. Vielleicht habt ihr ein paar Bilder von mir gesehen, wie ich am Set schlafe in den Behind-the-Scenes. Und klar, kommt der Kameramann dann und hält die Kamera drauf oder irgendwer macht ein Foto oder eine Instagram-Story. Ich meine, es ist ja auch lustig. Ich hätte das safe auch Crazy. gemacht. Aber irgendwann kam der Punkt, wo mir das einfach peinlich wurde und unangenehm, weil... Alle um mich herum sind am Reden, am Arbeiten, am Lachen, am Planen. Nur ich komme nicht hinterher, weil ich einfach so fucking müde bin, um wach zu bleiben. Und es war mir irgendwann so peinlich und unangenehm, dass ich, wenn das wieder hochkam, mich wirklich in die hinterste Ecke verkrochen habe, wie so ein Maulwurf, um dort dann einfach meine Augen zuzumachen. Boah, das tut mir so leid. Also, ich bin ja auch äh, extrem müde immer. Also, darüber habe ich ja mit euch auch schon vor ein paar Wochen geredet und so, dass ich immer sehr, sehr, sehr müde bin und ich sehr viel schlafe am Tag, wo auch nicht die ganze Zeit schlafe. Und äh, auch wenn das wahrscheinlich nicht, also mit Sicherheit nicht so extrem ist wie bei John und ich mich da jetzt gar nicht vergleichen will, aber ich weiß, also, ich weiß halt, wie sich das anfühlt, so dieses Gefühl von. Du kriegst mit, wie alle um dich rum so viel schaffen und so viel Energie haben und so, so teilweise so also viel Arbeit raushauen und dann noch diese Kraft haben, ein Privatleben zu führen. Also wirklich so, sich mit Freunden zu treffen und so, nachdem sie gearbeitet haben, was für mich halt unvorstellbar ist. Also ich kann das nicht. Ich bin müde permanent. Ähm, und das ist halt dann auch was, was einen so. Ärgert, also nicht, dass es mir jetzt peinlich ist oder so, aber es, es frustriert halt extrem, finde ich. Ähm das zu sehen, wie andere Leute so viel Energie haben und man selbst halt wirklich so minimal wenig hat, dass äh, wenn du eine Sache am Tag machst, dass sich das schon so komplett erschöpft und du weißt, okay, du musst heute Mittagsschlaf einlegen, du wirst äh, heute, keine Ahnung, wahrscheinlich in der Nacht minimum zehn Stunden Schlaf brauchen und so. Das ist halt mega frustrierend. Also das, das. Ja, nervig, nervig. Mal langzeit Blutzucker checken ich habe schon einige Sachen. Also ich war schon öfter beim Arzt, deshalb habe ich einige Sachen checken lassen. Es kam nie was raus. Aber ich habe wieder ein paar Tipps von euch bekommen, äh, was ich checken lassen soll. Und nächstes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, äh, lasse ich wieder Dinge checken. Würde aber echt mal ein Schlaflabor abklären. Aber ich glaube nicht, dass ich Probleme beim Schlafen habe. Also ich schlafe eigentlich schon ziemlich fest. Leno, was geht, hi? Und auch ziemlich tief. Also ich schlafe ziemlich tief und ziemlich schnell ein und so. Ich habe gar kein Problem mit einschlafen. Ich habe dann natürlich auch gesagt, hey, könnt ihr bitte keine Fotos und Videos mehr von mir machen, wenn ich schlafe, weil das ist mir unangenehm. Und klar, die Jungs haben alle sofort damit aufgehört. Aber allein, dass ich das sagen musste und dieses Einschlafen, was ich mal als lustig empfand, nur noch beschissen war so, das war für mich so ein Schlag in die Magengrube damals. Ja, und das alles bis hier, das war nur der Anfang. Ich fing an, Termine zu verschlafen. Und wenn ich es dann zu einem Termin geschafft habe, dann habe ich es vor lauter Müdigkeit gar nicht so lange ausgehalten. Ich hm. meine, ich musste aus Skriptingrunden mit den Jungs rausgehen, um mich dann irgendwo für eine halbe Stunde bis Stunde irgendwie unmachtsmäßig hinzulegen, um einfach zu schlafen. Aber ich, ich wollte das alles nicht verpassen. So, ich wollte ja mitmachen. Ja, das boah. ist ja auch ein Herzensprojekt von mir. Das ist halt ja auch so frustrierend, weil du verschläfst ja wirklich Zeit. In, die du gar nicht verschlafen willst. Also, es gibt ja auch Leute, die lieben es, viel zu schlafen. Ähm, aber wenn du da gar keinen Bock drauf, also, du willst gar nicht, du willst nicht müde sein, du willst nicht schlafen, du willst eigentlich voll durchziehen, Energie haben, durchpowern und ähm, kannst aber nicht. Also, egal wie sehr du dich quasi anstrengst, du kannst nicht. Diese Müdigkeit vereinnahmt dich so. Das ist ja also wirklich kacke. So, ich durfte das über die letzten Jahre mitformen und mitgestalten. so. Aber manchmal habe ich es einfach nur fünf Stunden geschafft. Ja, ich bin den Jungs und dem Team. ist bei mir genau dasselbe. Ich schlafe ultra gut, aber meine Müdigkeit kommt trotzdem davon. Abchecken lassen schadet nicht. Äh, bei mir kam da idiopathische Hypersomnie raus. Was ist das? wirklich wirklich super super dankbar, weil die haben so viel Verständnis gezeigt und sich natürlich Sorgen gemacht und mich mit Hilfe überschüttet so. Also wegen dem ganzen Müdigkeitsdrama ging es mir zu der Zeit mental auch nicht gut und wäre das Team nicht da gewesen und die ganzen wichtigen Menschen in meinem Leben, die mich gestützt haben, ich glaube, ich wäre wirklich kaputt gegangen. Kommen wir zum nächsten Punkt, denn neben der Müdigkeit kamen noch weitere Dinge hinzu. Und zwar wurde ich immer dicker. Ich bin ein kleiner Fettsack geworden. Und so sah ich wirklich zum Tiefpunkt der Krankheit und des Gewichts auch aus. Ich meine, guckt euch diese kleine Bombe an. Das kannst du ja ins Wasser werfen. Und die Leute würden denken, das ist ein nordkoreanischer Atomtest. Und es war nicht so, dass ich irgendwelche kranken Fressorgien gezündet habe oder mich gar nicht mehr bewegt habe oder so. Ich meine, wir waren auf den Drehs, auf den Sets. Also da läufst du die ganze Zeit hin und her. Und ich habe mit Sport versucht, das Fett wegzubekommen. Ich habe sehr viel mit Ju auch zusammen trainiert. Wir haben das über Monate hinweg gemacht. Ich habe meine Ernährung umgestellt, aber. Nichts. Crazy. Und wenn du dann nicht mal den kleinsten Erfolg siehst, so dass das das macht was mit deiner Psyche richtig. Und okay, 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 <laughs> okay, Chat, äh, Dr. Chat, ich äh, schreibe Schlafmittel auch auf meine To-Do-Liste mit äh, Dingen, die ich abchecken lassen soll. Überredet. Es war einfach eine Reaktion meines Körpers auf meine Krankheit. Irgendwann dachte ich mir dann, okay, Stopp. Das geht so nicht mehr weiter. Ich bin dann auf die Suche gegangen, um herauszufinden, was zur Hölle mit meinem Körper los war. Also von Blutchecks, Schilddrüsechecken, <laughs> sogar googeln, was eh noch rausgeworfen hat, dass ich irgendwie Krebs habe, habe ich dann wirklich ja. alles abgegrast. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas gegoogelt habe, kam echt entweder Krebs, einmal kam. War, wann kam das raus? Ich glaube, ich habe mal gegoogelt. Irgendwas habe ich gegoogelt, irgendwelche Symptome, so seins Kopfweh oder Müdigkeit. Irgendwas habe ich gegoogelt und da kam einfach Hirntod raus, so <laughs> eine der möglichen Ursachen Hirntod. Und ich war so okay geil, <laughs> ich bin eigentlich tot. Also es wirklich bei Google kommen so absurde Sachen raus. Laut Google war ich auch schon mal schwanger als Mann. <laughs> und das auch viel Crazy. zu fucking lange die Ärzte sagen mir hey, es ist alles im grünen Bereich oder sie können mir nicht helfen. Ich versuche irgendwas, was ein Kumpel gemacht hat, weil er irgendwie sowas ähnliches hatte, aber bei mir bringt das nichts. Dass du weißt, dass in deinem Körper irgendwas nicht stimmt, aber du nicht weißt, was die Ursache ist. Alter, das hat mich zu der Zeit maximal depressiv gemacht, weil ich ja auch als Mensch irgendwie gar nicht mehr funktioniert habe und ich glaube, das hat man mir echt äh, angesehen zu der Zeit. Ich wurde immer müder, immer träger und immer mm. fetter wie so ein kleines Schwein vom Schlachthof. Hello. Bis dann irgendwann meine Ärzte zu mir kamen mit meinen EKG-Werten und meinte, hey, uns ist etwas an ihrem Herzschlag aufgefallen. Ist mein Herz am Arsch? Aber okay, jetzt weiß ich ja, was die Ursache ist. Aber warte mal, gibt es dafür überhaupt eine Heilung? Okay, das Herz ist so mega zentral und versorgt alles. Also solche Gedanken und tausend andere, die vielleicht auch gar keinen Sinn machen, die einfach nur Panik machen in deinem Kopf. Aber die rattern dir in diesem Moment wie so ein Maschinengewehr durch er den Hirn. Er hat noch nicht gesagt, was für eine Krankheit er hat. Äh, kommt noch. Bei mir wurde eine Myokarditis vermutet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Entzündung, des, Herz mir, Entzündung des Herzmuskels. Ge Herzmuskelgewebe. In der Auswertung vom EKG, dann, hey, dieser kleine Kobel hier, der ist komisch. Und ich wurde dann in ein größeres Krankenhaus verlegt. Dort hat man dann über eine Stunde hinweg meinen Puls gemessen, dann wurde ich an ein größeres EKG angeschlossen und dann nochmal durchgecheckt. Die Ärztin, die sich um mich gekümmert hat, die konnte mich auf jeden Fall sehr krass beruhigen, weil sie meinte, mit genug Ruhe hat eine Myokarditis gute Chancen auszuheilen. Und ich dachte mir in dem Moment, nur so, yes, ich kann wieder genesen, ich kann wieder leben wie ein normaler Mensch. Aber ja, falsch gedacht. Ja, meinem Herzen ging es anscheinend prächtig und äh, mein Herz schlägt einfach nur komisch oder das EKG hatte einen Ausrutscher oder mein Herz hatte zum Zeitpunkt des EKGs einen Ausrutscher, aber ich war halt wieder beim Nullpunkt. Ja, und so ging die Suche wieder von vorne los und. Ich finde es halt auch so frustrierend, dass man irgendwie sich so schwer tut. Krankheiten zu identifizieren. Das ist so crazy, weil man könnte ja meinen, hey, so groß ist der Körper jetzt auch nicht. Man muss doch relativ schnell rausfinden, was mit einem nicht stimmt. Aber das ist halt so schwierig. Die Krankheiten, die teilweise jahrelang unüber, äh, un, unentdeckt bleiben. Äh, selbst wenn du mit äh, gewissen Symptomen zu einem Arzt gehst und dir nicht gesagt werden kann, was du hast und so. Es ist crazy. Ja, teilweise mega komplex. Voll, voll. Es ist krass, wie komplex der menschliche Körper ist und wie wir ihn halt immer noch nicht zu 100% durchschauen können. Das ist halt Kacke. Das ist halt wirklich Kacke. Ich erinnere mich an diesen einen Augenblick, wo ich fast aufgegeben habe. Äh, das liegt nicht daran, ähm, Ärzte, also äh, wegen der Nachricht, liegt aber auch daran, dass heutzutage viele Ärzte einen nicht mehr ernst nehmen und einfach schnell abarbeiten wollen. Ähm, das der Grund ist nicht der, dass Ärzte dich nicht ernst nehmen. Der Grund äh, ist leider die Krankenkasse dahinter. Ärzte haben und äh, was, was voll abgefuckt ist, aber Ärzte haben ziemlich ähm, krasse, ähm, ziemlich krasse ähm, äh, Ding, Vorgaben an die sie sich halten müssen. Du, du musst quasi als Arzt einen Patienten innerhalb von fünf Minuten behandeln, damit du äh, genug Patienten behandeln kannst, damit du von der Krankenkasse einen entsprechenden Betrag überwiesen bekommst, von dem du eben dann dir das Ganze finanzieren kannst. Du darfst nur so und so viele EKGs quasi machen. Du darfst nur so und so viele von dem und dem machen. Also das sind halt so krasse Vorgaben, äh, die teilweise gar nicht so ähm, umzusetzen sind. Leider zum Leiden des Patienten. Und Ärzte finden das auch scheiße. Also die können halt nur irgendwie kaum was dagegen tun, aber es ist, ist komplett scheiße. Ähm, ich saß dann dort in meinem Zimmer. Und dachte mir, ja, das ist jetzt dein Leben. Das ist Schicksal. Du hast die Arschkarte gezogen. Und dann hat mich meine Freundin auf etwas aufmerksam gemacht, woran ich gar nicht gedacht hatte. Was ich irgendwie auch nicht in Erwägung gezogen hatte. Ich bin eine krasse Schnarchnase. Das klingt wie, wie so ein Coming-out jetzt. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, früher war es weniger. Heute ist anscheinend super schlimm geworden. Ich höre mich selbst nicht beim Schnarchen, deswegen weiß ich es nicht. Aber es wurde der koreanische Dämonengesang getauft. Und das will was heißen. Als ich dann eine Zeit lang bei meiner Freundin war, meinte sie dann irgendwann zu mir: Hey, das war früher ab und an mal da. Gulsvendte, cool, schauen auf den EBV-Virus getestet. ich hatte Antikörper im Blut und ist vermutlich der Auslöser für meine Erkrankung. MECFS hatte auch eine Ärzte hatte auch einen ersten Marathon hinter mir ich hoffe das bleibt dir spart und es gibt eine Erklärung dafür ich wollte gar nicht wirklich etwas dazu schreiben aber ich sehe in der Thematik äh, meine letzten Jahre wieder viel Diagnostik vor, äh, Vorurteile etc. Ist ja leider nicht selten und ich hoffe, du bekommst äh, deine Erklärung für deine Beschwerden. Boah, schreib mir das gerne nochmal als Nachricht, weil, nö, wurde ich nicht. Vielleicht muss ich das auch testen lassen. Ich weiß gar nicht, was es ist, muss ich sagen. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich irgendeine Art von Virus habe, weil ich habe das, äh, dieses müde Sein habe ich schon wirklich sehr lange. Also Jahre. Und ich war da schon bei ganz vielen Ärzten, habe 100 Mal bei die Schilddrüse testen lassen und alles Mögliche. Ähm. Mir wurde hundertmal der gesagt, ich soll doch einfach mehr Sport machen. <laughs> ähm, aber ja, keine Ahnung. Äh, kannst du mir mal schicken, wenn du magst. Aber mittlerweile nee, Blutdruck stimmt auch alles. Also wirklich alles Offensichtliche quasi habe ich testen lassen und das stimmt so. Mein Herz hört sich so normal an oder meine Lunge, keine Ahnung. Mein Blutdruck ist normal. Mein Blut ist normal oder so also so ich habe keine Vitaminmängel ich habe keinen Eisenmangel ich habe keinen Vitamin D Mangel ich habe äh, keine keine unter oder überfunktion I don't know ist das so häufig dass es beim Schnarchen so klingt als würdest du ersticken und ich dachte mir nur so hey, fresse nein ich dachte mir halt wie schlimm kann denn schnarchen sein und ich habe das halt komplett auf die leichte Schulter genommen, bis sie mich dann eines abends dann beim Schlafen aufgenommen hat, um mir zu zeigen, wie schlimm es ist. Ja, was ich euch jetzt zeigen werde, ist nicht wirklich schön. Eher verstörend und auch ein bisschen privat. Ja, John ist endlos Ich habe auch erst, nachdem ich dieses Video. Ist das mit dem Schlaflauber echt machst? Es gibt gerne Bescheid, was da rauskommt. Schlaf ist halt echt das Letzte, was Leute in Betracht ziehen, wenn man gut schläft. Ja, mache ich, mache ich mal. Ich halte euch sowieso immer auf dem Laufenden. Äh, wenn ich das mache, sage ich euch Bescheid. Ich kann euch nur nicht sagen, wann, weil ich bin ganz schrecklich darin, A auszumachen. Ich habe verstanden, in was sich Schnarchen entwickeln kann und wie gefährlich das halt auch sein kann. Deswegen hier das Video. Oh. Oha, das hört sich so an, als würde er einfach keine Luft bekommen. Wie kennt ihr das, wenn Babys aufhören zu atmen? Für so und du sie irgendwie dazu bringen musst wieder zu also, so wie als würden sie so vergessen äh, Luft zu holen. Und dann so nach einer Zeit wieder so und dann wieder Luft holen. Crazy. Das ist kein Schnarchen, das er atmen. Get. Oh, das hört sich schon krass an. Hier, er atmet nicht mehr. Man kann dann, alleine an meinem Gesichtsausdruck sehen, dass ich keinen guten oder erholsamen Schlaf habe. Ich meine, meine Lunge das crazy. kämpft förmlich nach Luft und meine Brust, die zerquetscht sich da. So, ich weiß nicht, was das, was das ist, was da passiert. So. Und irgendwann schaffe ich es dann, ähm, richtig verkrampft äh, nach Luft zu schnappen und das gefühlt dann bei jedem Atemzug. Ein Boah, ich hätte, also ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wenn also wenn ich da an der Stelle von der Freundin so neben ihm ich würd, ich würde Panik des Todes das sieht so schrecklich aus so wie er auch die, die das Gesicht wie er so wirklich nach Luft boah crazy also das sieht wirklich krass aus zum Glück hat die Freundin äh, ihn darauf aufmerksam gemacht mhm. Danke an meine Freundin. Jetzt habe Freund ich voll Angst, schlafen zu gehen. Ähm, also so, boah, wow, das, das ist super gruselig. Das ist wirklich gruselig. Also beängstigend. Freundin, die mich da in die richtige Richtung gestupst hat, Crazy. damit ich mein Leben wieder umkrempeln kann. Und auch, dass sie neben mir schlafen kann. Das ist ja niemals gesund, wie ich da schlafe. Und ich wow. dachte mir nur, okay... Bei der nächstmöglichen Gelegenheit weiß ich, welchen Arzt ich als nächstes aufsuchen werde. Und wie der Gott. Ich wäre so instant zum Arzt gegangen. Ich hätte so Angst gehabt, einzuschlafen. Wenn ich dieses Video gesehen hätte von mir selbst, ich hätte so Angst, im Schlaf irgendwie keine Luft mehr zu bekommen. Ich wäre so instant mit dem Video so ins Krankenhaus und hätte gesagt: So sehe ich aus, wenn ich schlafe, macht was. Das Glücks. Das ist crazy. Was ich die letzten Jahre einfach ignoriert hat, es so wollte traf ich dann beim ersten Arbeitstag auf Joe, der auf dem Weg zum Hannover. war. Joe hatte ich vorher schon das Video gezeigt. Es war wirklich ein reiner Zufall, dass ich ihn da getroffen habe. Und er meinte, ey, du kommst sofort mit. Und ich konnte gar nicht nein sagen. Und äh, ja, so kam es dann dazu, dass ich dann beim HNO war und ähm, dem Arzt erzählt habe. Was Sache ist. Ich erzählte dem Arzt von meiner Müdigkeit, die konstant da war und dann immer wieder mal schlimmer wird. Ich erzählte ihm davon, dass ich immer dicker werde. Ich erzählte ihm auch von dem Video, was meine Freundin gemacht habe, und das stellte sich recht schnell heraus, dass ich an einer Schlafapnoe erkrankt war. Eine Schlafapnoe ist, wenn der Atemweg im Rachenbereich durch erschlaffte Muskulatur blockiert wird und dadurch der Körper halt äh, nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgt wird. Oha. Im Schlaf. Um jetzt herauszufinden, wie schlimm meine Schlafapnoe oh. war, ähm, bekam ich so ein Gerät mit nach Hause. Und äh, das Ding hat dann meine Atmung und in meinem Fall auch die Atemaussetzer über die Nacht aufgezeichnet und. Das Teil war echt unbequem. Die Ergebnisse in meinem Falle waren wirklich alles andere als gut. Ähm, es gibt einen Index, der heißt AHI, Apnoe-Hypopnoe-Index, und dieser zeigt an, wie viele Atemaussätze man in einer Schlafstunde hat. Bei einem AHI von 0 bis 4 redet man von einem Normalwert von 5 bis 14, einer leichten Schlafapnoe von 15 bis 29, einer mäßigen Schlafapnoe und bei einem AHI von 30 redet man dann von einer schweren Schlafapnoe? Mein AHI-Wert lag bei 78,3. Boah! Bei 30 redet man von einer schweren Schlafapnoe. Jetzt okay, das selber ist crazy. Wie hoch mein Wert war. Der Arzt meinte, ich muss sofort behandelt werden und erklärte mir die momentane Lage meines Körpers und auch, was passieren würde, wenn ich das Ganze unbehandelt lasse. Ähm, ich lag bei 23. Finde ich auch krass. Also ich glaube so vom Gefühl her. Also, was eigentlich schon halt Quatsch ist, weil ich habe ja keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich bin so bei 1. <laughs> ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass äh, ich auch so Aussätze oder so hätte, aber ich schnarch auch null, also ich bin ein richtig leiser Schläfer. Ich merke das so manchmal, so kennt ihr das, wenn ihr so aufwacht, weil ihr so so keine Ahnung, so so ganz kurz vergesst zu atmen, aber ich glaube, ich bin so bei einmal im Monat. <laughs> Durch die ganzen Atemwasser während ich schlafe, kriegt mein Körper einfach zu wenig Sauerstoff in, im Schlafzeitraum. Und das führt dann zu Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck. Monster, was vielleicht auch der Grund war, warum mein EKG so komisch ausgeschlagen hat. Der schlechte Schlaf hat natürlich zu dieser kranken Müdigkeit tagsüber geführt, aber auch zu meiner psychischen Verfassung damals beigetragen. Und weil mein Körper wirklich jeden Abend kämpfen musste, um zu überleben wurde krass. jeden Abend auch sehr viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, was dann dazu geführt hat, dass ich dick geworden bin oder es zumindest sehr krass begünstigt. Ich dachte, ich schnarche einfach nur laut, aber anscheinend hat gar nicht mehr so viel gefehlt, bis es zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt gekommen wäre und ich hätte mir nie ausmalen können, dass mein Freund, wenn ich schnarche, ist nicht so ein richtig Schnarchen, sondern so ein süßes Schnarchen. Ja, ich schnarch nie wirklich. Also, ich, es gibt so ein paar Situationen, in denen ich schnarch. Und das ist, wenn man so krank übermüdet einfach ist, wenn man so richtig, richtig müde ist. Oder wenn man äh, krank ist, halt so verstoffte Nase. Äh, oder so, keine Ahnung, wenn man Alkohol getrunken hat äh, und dann erschöpft ist. Aber ansonsten komplett leise Schläferin. All meine Beschwerden <laughs> und auch das, was jetzt noch kommen könnte, wenn ich das nicht behandeln lasse. Auf den Schlaf zurückzuführen ist. Ich musste nur so schnell es geht in ein Schlaflabor für einen weiteren Check-up und äh, damit ich auch die Behandlung beginnen konnte. Wie sieht eigentlich so ein Schlaflabor aus? Ist es so ein Schlafsaal, wo so voll viele Leute einfach schlafen? Nicht, oder? Weil das wäre dann voll störend. Ist es dann einfach so wie so ein Krankenhauszimmer, in dem man schläft? Er das zeigt, okay. Es ist einfach nur blöd, dass die Wartezeit für so einen Platz in einem Schlaflabor einfach mehrere Monate dauert. Boah. Also, ich konnte mich gerade noch so auf eine Sache konzentrieren, weil ich, die Müdigkeit wurde immer schlimmer. Ähm, und ich bin an dieser Stelle nochmal wirklich so dankbar an mein Team, die dann wirklich hin und her telefoniert haben, um einen Platz in einem anderen Schlaflabor zu finden. Ähm, spezieller Dank geht hier aus an Dani, die dann. Tatsächlich einen Platz in wenigen Wochen gefunden hat, wo ich dann äh, zur Behandlung hin konnte. Ich kann mich nicht oft genug bedanken. Ähm, ich habe so viel Hilfe bekommen und es haben mir so viele Leute unter die Arme gegriffen, ohne die ich wahrscheinlich schon längst irgendwo umgekippt wäre. Im Schlaflabor angekommen hatte ich erstmal ein Gespräch mit einem Arzt, der mir dann alles erklärt hat und mir gesagt hat, was alles ansteht. Lustigerweise war der Arzt halb Koreaner und wir hatten direkt so eine. K-Drama-Connection, der war super lieb zu mir, wahrscheinlich auch zu allen anderen Patienten super lieb, aber ich habe mir selber eingeredet, dass es der K-Drama-Bonus war. Zuerst wurde meine Lunge gecheckt, ich saß in so einer kleinen durchsichtigen Box, wo dann so ein Rohr war, wo ich dann auf Anweisung in bestimmten Atemstößen reinpusten musste. Und abends wurde ich dann auf mein Zimmer geführt, wo... Äh, dann so Kameras waren und Mikros, die dann meinen Schlaf aufzeichnen und äh, wurde dann komplett verkabelt und an so ein pub Gerät angeschlossen. Das Boah, ich könnte da, glaube ich, gar nicht schlafen. Also musst du da nicht genauso schlafen, wie du zu Hause schlafen würdest. Ich weiß gar nicht, ob ich das da könnte, wenn du da so komplett verkabelt bist, du gefilmt wirst und so. Das ist ein sehr Unbequemes und gewöhnungsbedürftiges Gerät. Ich habe mich bis heute noch nicht so richtig dran gewöhnt, weil mittlerweile habe ich selber zu Hause so eins, was ich jeden Abend beim Schlafen nutzen muss. Mhm. Ich hole es einfach mal, ich zeige euch das mal. Das ist dieses Gerät, da ist so ein Schlauch dran, das hier ist der Schlauch, der angeschlossen ist und das Nasenstück, was ich mir dann so hier überziehen das ist muss, ja das krass. Sagen, wie, so ein, wie so ein Elefant. Und da wird dann Luft durchgepresst durch meine Nase halt in meine Atemwege rein, so dass ähm, die erschlaffende Muskulatur gar nicht erst dazu kommt, äh, das zu blockieren. Super unbequem. Und so lag ich. Aber das, also dann hast du ja trotzdem Kackschlaf, oder? Weil du die ganze Zeit davon abgelenkt wirst. Ist das so die einzige Lösung, die es da gibt? Verkabelt und verschlaucht in diesem Bett wie ein verlorener Tropf und freute mich aufs Aufwachen, weil der Arzt versicherte mir, hey Du schlägst ja auch gut und äh, durchgängig. Wir brauchen nur eine Sequenz, um zu sehen, ob du aussetzt das auch so, okay. Du wirst dich am ersten Tag schon gut fühlen. Und tatsächlich, ich habe mich richtig gut gefühlt, wie noch lange nicht mehr. Das war ein Weltenunterschied. Meine Gedanken waren so viel klarer. Ich hatte so viel mehr Energie. Und seit diesem Tag bin ich kein einziges Mal mehr irgendwo eingepennt. Krass. Also mir ging es richtig, richtig gut. Und ich kam strahlend ins Büro. Ich habe so hell gestrahlt, dass alle um mich herum gefühlt verbrannt sind vor der Energie. <laughs> Und ich habe von der einen Backe zur anderen einfach nur, ich war einfach nur am Grinsen, weil es mir so gut ging. Puh, das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, was ich euch an dieser Stelle gerne mitgeben möchte, falls ihr euch vielleicht in einer ähnlichen Situation befindet, gebt nicht auf. Wirklich. Mhm. Gebt nicht auf, sucht weiter, holt euch Meinungen ein, fragt Leute. Ich habe wirklich Jahre gebraucht jetzt und diese Jahre waren sehr aussichtslos, teilweise voller Enttäuschungen und habe mich wirklich. Solange die erschlaffende Atem, äh, Atemmuskulatur sich nicht bessert, wird es kaum Möglichkeiten geben. Ja, okay. Hm. Fertig gemacht. Aber seit Anfang des Jahres habe ich den Weg der Genesung gefunden und darf ihn auch gehen. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein möchte, aber meine Gesundheit und mein Körper entwickeln sich äh, stetig Krass. immer weiter in eine gute Richtung. Hört den Leuten aber auch zu, wenn sie sich mit Dingen an euch wenden. Ich hätte das nie im Leben alleine geschafft, hätten die Leute in meinem Umfeld mir nicht zugehört. Ich finde halt auch, dass sich das so harmlos anhört. Ich merke das auch bei mir so, keine Ahnung, wenn ich darüber rede, jetzt nicht mit euch, aber so mit Ärzten sogar oder äh, so in meinem Umfeld, zu sagen, hey, ich bin echt überdurchschnittlich müde. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich könnte permanent überall einschlafen. So, ich bin so müde. Das hört sich so harmlos an. Wisst ihr, was ich meine? Und Leute nehmen sowas oft nicht ernst. Sie sind halt dann so, hm, ja, Mai, da musst du halt vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder dich ein bisschen mehr bewegen. Oder ja, das ist ja doof, aber äh, irgendwie kriegt man das schon hin. Ich trinke da halt dann einfach Kaffee, wenn ich müde bin. Und ich denke mir halt dann immer so, ich bin nicht so müde wie du. Also so. Bei mir ist das keine es ist keine Option Kaffee zu trinken oder einfach so so diese Tipps die du da bekommst so dann trink halt einen Kaffee oder einen Red Bull oder ja einfach nicht hinlegen einfach nicht schlafen da muss man dann einfach Zähne zusammenbeißen und durchziehen und so wo ich mir halt denke so ich ich verstehe das so ich kenne das ja auch wenn du so normal müde bist weiß ich schon dass man auch Zähne zusammenbeißen kann und durchziehen kann und so aber ich denke mir halt immer so ich bin auf eine andere Art müde. Ich bin mü so müde, dass ich keine Macht darüber. Es gibt keine andere Option für mich als schlafen. Und selbst nach dem Schlafen könnte ich weiter schlafen und so. Und das ist halt dann immer so, weiß ich nicht, so unangenehm, wenn Leute das so runterspielen, weil man das dann selbst auch so ein bisschen so, ja, okay, hm, ja, egal, <laughs> so so dann eher zur Seite schiebt, weil man will ja jetzt auch nicht dramatisch sein. Das ist doch genau wie bei der Depressionsthematik. Äh, das wird ja auch viel zu oft vielleicht Ja, voll. Voll. Frag nicht, was für müde, einfach anders müde. <laughs> so das sollte man immer erst im Jahr. Das stimmt schon. <laughs> Arzt sagt, ja, dann sei doch einfach nicht müde. Ja, moin. Ja, mein Arzt war halt wirklich so Mach mehr Sport. Und dann ich so, ich mach Sport. Und dann er so, aber gehst du auch joggen? Ich so, ja, nee. Ich mach halt keine Ahnung. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich fahr Fahrrad und so. Ich mag halt joggen einfach nicht so. Ja, ja, geh mal joggen. Glaub mir, joggen. Das ist es. Das hilft. Und ich war so, okay. <laughs> Bin so ein paar Mal joggen gegangen. Hat mir nicht getaugt. Hat nicht geholfen. <laughs> naja. Du bist depressed? Sei einfach glücklich. Ja, ich verstehe das auch gar nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, Leute. Seid doch einfach glücklich, wenn ihr unglücklich seid. Es kann doch so einfach sein. Ja, aber spielst du kein Rugby? Tennis? <laughs> Mach Sit-Ups, helfen die Gegenatmung. Mach einfach. Oder das auf die leichte Schulter genommen. Ja. Vielleicht wäre ich dann immer noch auf der Suche oder irgendwann noch gar <laughs> nicht mehr da. Deswegen nochmal an alle, die... Bitte auf äh, Jena und lass mal auf EBV und weiter, weitere Viren Das klingt teilweise wie schwache ME, CFS. Oh mein Gott, Chat, seid ihr alle Ärzte? Das ist ja crazy. Das sind Begriffe, die habe ich noch nie gehört. Da gibt es Optionen, etwas besser äh, das hinzubekommen. Äh, warte was? Da gibt es Optionen, etwas besser, das hinzubekommen. Warte, muss ich fotografieren. Dein Chat ist crazy. Gäh? Gäh? Das sehe nicht nur ich so, oder? Mein Chat ist crazy. Ihr wisst alles. Ihr habt für alles die Lösung. Ich wirklich, ich wäre überrascht, wenn ihr nicht die Lösung hättet auf meine Probleme. Ihr wisst immer alles. Wirklich, ihr beendet teilweise meine Sätze, wenn ich gerade einen Hänger habe. Ich habe so einen halben Satz gesprochen, und plötzlich bin ich so, äh, äh, äh und ich sehe so im Chat: so ratter, 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 Satz beendet, Satz beendet, Satz beendet. Ich frage euch so, keine Ahnung, wie viele Lichtjahre ist die Erde vom Merkur entfernt? Bla 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 bla. Schreibt mir so die Antwort. Chat, ihr seid, also wirklich, ihr seid so ein Big Brain-Chat. Das ist crazy. Ich hab einfach den schlauesten Chat auf Twitch Deutschland. Mich unterstützt. Haben. Aber wie der Chat, so der Streamer, ne? <laughs> Mir geholfen oder so. haben. Ich bin euch unendlich dankbar und ähm, ich bin so froh, Lichtjahre dass ihr. Lichtjahre aus. Ach, Mann! Ja, ich habe wieder irgendwas, äh, natürlich nicht Lichtjahre. Ich meine einfach nur Entfernung, Kilometer oder so. I don't know. Ich dachte, Lichtjahre sind Kilometer. Also, ich dachte, Lichtjahre ist eine, ist eine Entfernungsangabe. Ist das nicht korrekt? Egal. Danke fürs Belehren, Chat. Super. Ja, so gut fühlen kann. So, doch. jetzt kommt die obligatorische Abmod. Ähm Lichtjahre ist eine Entfernungsangabe. Ja, dann passt es doch. Dann passt es doch. Aber schau mal, wie weit ein Lichtjahr ist. Ja, okay, dann eben was anderes. Wie viele Lichtjahre ist das nächste Sonnensystem entfernt? I don't know. Falls euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht ein Follow-up oder weitere Videos sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Mit einem Like. Bis zum nächsten Mal und seit keine Ahnung wie viele Jahren. Anja! Okay, krass! Heftig, das freut mich voll. Freut mich voll äh, für John, dass er da äh, was gefunden hat oder dass er rausgefunden hat, woran es liegt und dass er jetzt sein Leben wieder in vollen Zügen genießen kann. Und gerade was er auch am Schluss gesagt hat, kann ich euch auch nur ins Herz legen. Ey, chat äh, Hört nicht auf irgendwie, wenn es euch nicht gut geht, äh, nehmt das ernst. Wenn es äh, Leuten in eurem Umfeld nicht gut geht, nehmt das ernst. Und äh, geht ganz ehrlich, auch wenn euch so der erste Arzt abweist und sagt so, nee, da ist nichts, geht zum nächsten Arzt, geht zum nächsten, geht zum nächsten. So lange, bis ihr eine Antwort habt auf, äh, auf eure Leiden quasi.